Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video am MRI Monday. Keine Ahnung, ob heute Montag ist, das werdet ihr rausfinden, wenn das Video erscheint. Heute mal mit einem Gasttester, dem Chris. Servus. Kennt er auch schon aus einem Video von mir. Und da war er kurz mal zu sehen, wo ich mit dem Sebastian Palliativ im Auto auf Tour war. Das Video verlinke ich euch mal hier oben, glaube ich. Über dem Kopf von Chris ist das ein kleines Ausrufezeichen, ja. Und heute machen wir eine kleine US-MRE-Vertestung. Und zwar an der Stelle viele Grüße an Arthur Brehm. Der hat mir dieses MRE hier zukommen lassen. Und zwar ist das ein MRE der US-Streitkräfte. Und zwar irgendwann aus den 80ern oder 90ern. Ist also ja fast so alt wie ich. Und hat also schon einige Jahre auf dem Buckel. Heute gibt's Chicken à la King mit dem Zubehörpaket A. Lass uns einfach mal überraschen, was da drin ist und wie es schmeckt. Wenn ihr das Video, da ihr das Video seht, wisst ihr, dass wir überlebt haben und ich konnte es schneiden. Ja, aber vielleicht gibt es im Anschluss noch eine Information, wie lange ich dann auf dem Klo verbracht habe und wie viele Tage ich krankgeschrieben war. Gut, dann schauen wir einfach mal rein. Ja, ich habe noch eine zweite Kamera hier aufgestellt. Okay, das lässt sich mal schlecht reißen. Dann machen wir es nochmal mit dem Messer schon auf. Dann nehmen wir die ganzen Inhalte raus. Also, was haben wir denn hier? Das ist ein Kakao. Ne? Kakaopulver. Da kannst du 6 flüssige Unzen. Das ist ein Viertel Kantinenkopf. Was ist? Wie viel hat eine flüssige Unze? 25? Ich glaube. Ja. Also 150 Milliliter Wasser kommen da drauf. Ja, das ist diese Cup, dieses Cup ist ja das, was sie als Maßeinheit haben. Ja, Kantinen-Cup, das ist quasi nochmal was anderes. Dann haben wir hier das Zubehörpaket. Ja? Mhm. Und dann haben wir hier eine Pouch. Ein Orange Nut Cake. Okay. Da ist jetzt ein Code drauf. Den fotografiere ich mal ab und lasse euch dann unten drunter wissen, ob der Code irgendwas ergeben hat, damit wir genau sehen, wie alt der ist. Und das hier schon mal, also auf jeden Fall schon mal ein bisschen ausgeblichen, das Ganze hier, ne? Das ist so, ich denke auch an der Farbgebung. Ja, das könnte eventuell schon. Eventuell ist es sogar schon ausgelaufen, hier irgendwas. Hier hat es irgendwie, das könnte ein Flüssigkeitsschaden sein, das hier. Ja. Scheiße, das wäre natürlich sehr, sehr schade. Dann haben wir hier ein Paket Cracker. Die werden wahrscheinlich noch gehen. Und dann hier das Chicken à la King. Ich guck mal gerade hier rein. Ja, okay. An der Stelle, ja. Das können wir leider nicht probieren. Das werde ich einen Teufel tun, das zu probieren. Wie ihr seht, hier ist es ausgelaufen. Wenn ich jetzt hier wahrscheinlich drücke, kommt da wahrscheinlich noch was raus. Das ist sehr schade. Ich hätte es gern probiert, aber ganz ehrlich, 20 bis 30 Jahre altes Hühnchen, das schon offen war, tue ich mir nicht an. An der Stelle bin ich dann raus. Das heißt, dann wird es eher ein kurzes Review. Was haben wir hier dann noch? Einen Stone Mountain. Was ist denn? Oh, Cheese Spread. Okay. Käse. 30 Jahre alter. Du knetest mal. In der Zeit mache ich gerade mal ein bisschen heißes Wasser. Für den Kakao. Also, während das Wasser gerade gekocht hat, haben wir hier ein Datum gefunden. Und zwar hier steht hier 1986 drauf. Das heißt, das Zeug ist tatsächlich 33 Jahre alt. Dementsprechend, ja. Chris hat jetzt gerade das Hühnchen, den Käse geknetet. Dann gucken wir mal, wie das mit dem Kakao hier wird. Das machen wir dann mal hier in die Tasse rein. Wie gesagt, das heiße Wasser habe ich gerade gekocht. Erstmal hier Geruchstest. Riecht wie frischer Kava. Oh ja, lecker. Also nur ganz unauffällig. Das ist wie der Kava, den es bei den Amis gibt mit Marshmallows schon extra drin. Oh, das klingt auch sehr gut. So, dann haben wir hier gerade ein bisschen Wassereis gemacht.
Da gibt es jetzt einen heißen Kakao. Super im Winter. Da kann man gleich den Löffel nutzen, der dabei genau, gelegen hat. Den originalen Löffel. Sehr stabil auch, ne? Einmal auspacken, ja stimmt. Das sieht auf jeden Fall ein anderer. Hier haben wir noch den. Das ist der, der bei den neueren MAEs jetzt immer dabei liegt. Dieser ja, klassische braune. Und das hier ist ja wesentlich kleiner. Den kann man zur Mehrfachbenutzung nutzen, auf jeden Fall. Rühren wir hier mal um. Dann lassen wir den, glaube ich, noch ein bisschen stehen, weil der ist jetzt eh brütend heiß. Hm. Flockt auch nicht, ne? Naja, flockt nicht, löst sich wirklich gut auf. Hier mal für die Kamera. Und riecht ganz normal wie heißer Stimmt, ganz normaler heißer Kakao. So, dann haben wir noch das Zubehörpaket A. Da ist drin Kaffee, dann Cream Substitute, also Kaffeeweißer, Zucker, Salz, Kaugummi, Streichhölzer, Papier und Toilet. Also Klopapier. Da haben wir hier reingeschaut. Ach, schöne Streichhölzer, die sehen auch anders aus, als ich sie von den aktuellen MAEs kenne. Ja. Dann haben wir hier, das ist dann das Toilet Paper. Ja. Das ist noch hier noch schön zusammen. Bei den neueren ist das auch schon komplett aufgeklappt. Okay. Ja, das sieht also anders aus. Hier noch so an so einer Lasche zusammen. Zwei Kaugummis. Das wird wahrscheinlich Minze sein. Salz, Zucker. Dann haben wir hier ja, Cream Substitute, also Kaffeeweißer. Und noch Instant Type Kaffee. Den machen wir gleich auch. Also muss ich gleich nochmal Wasser machen. Ja, den Ständer für das Chicken brauchen wir nicht. Dann, pass mal auf, dann hole ich mal gerade. Dann machen wir jetzt wieder einen kleinen Cut und ich muss nochmal eine Ladung heißes Wasser machen für einen Kaffee. So, zweite Tour Wasser hat gekocht. In der Zwischenzeit haben wir dann überlegt, sagen wir so, aufmachen könnten wir das Chicken à la King ja mal. Und ich halte es euch jetzt hier mal in die Kamera. Ja, also es ist hier Hühnchen mit Kartoffelpüree sieht das aus, ne? Ja. Paprika, Erbsen drin. Also das, es riecht noch in Ordnung, aber ich werde den Teufel tun und das probieren, wie gesagt. Ich weiß nicht, wie lange da schon das ausgelaufen ist. Es wird wahrscheinlich schon eine ganze Zeit lang her sein. Und auch wenn es vielleicht noch gut aussieht, kann sich da schon irgendwelche Bakterien entwickelt haben. Botulismus ja, sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und deswegen kommt das Ganze jetzt in den Müll. Chris, ich möchte um die Tüte bitten. Sehr schade. Tüte? Aber da geht die Gesundheit vor. So. Und das kommt jetzt ja in den Müll. Das war's Chicken. Das war's Chicken. Ja. Abendessen fällt heute Abend dünn aus. So, aber wir machen jetzt mal hier schon mal mit dem Kaffee weiter, damit der auch schon mal ziehen kann und ja ein bisschen abkühlen kann. Von der Menge her wenig, sehr wenig. Aus. Also es ist tatsächlich so Pulver und nicht wie man es sonst so kennt von dem Nescafé. Hier habe ich hier mal stehen, so Krümelkaffee, sondern tatsächlich so ein Pulver. Machen wir hier mal auch das Wasser drauf. Hier kommt ein bisschen weniger Wasser drauf. Und dann haben wir hier Cream Substitute. Da hört sich auch schon keine Klumpen keine oder Klumpen, so. Okay. Riecht auch wie Kaffee. Sieht aus wie Kaffee. Ja. Der Creamer. Sieht auch noch in Ordnung aus. Ja. Kaffeeweißer. Geben wir mal dazu. Auch der löst sich einmal frei auf. Ah, so ein paar. Wobei das bei dem Kaffeeweißer ja fast schon normal ist. Ne? Das der, ja, wobei ja, das ist aber okay. Also ist jetzt hier. Alles einmal frei aufgelöst, ja. So, dann bleibt nur noch Kaffee mit Zucker oder ohne. Ich trinke gar keinen Zucker und gar keine Milch mehr. Okay. Nur noch schwarz. Aber nur schwarz. Kein Problem. Also zum Probieren ist in Ordnung? Ja. Ja, okay. Ja.
So, dann machen wir mal die. Aber wenn du Zucker möchtest, kannst du auch gerne Zucker. Nö, dann lass mal Zucker schon mal draußen. Dann machen wir mal den Käse auf. Warte, halt mal oben fest. So. Das hat auch nicht geknetet. Also der sieht nimmer aus wie Cheddar normal aussieht. Der ist jetzt nee, hier wirklich glaub, schon. Du siehst auch hier neben an den Rand schaust. Oh ja. Oh. Ne. Ich glaube, wir brauchen noch eine Plastiktüte. Also hier, warte, ich muss mal gucken. Ich muss mal hier näher rangehen. Also das hier an der Stelle sieht nicht so gesund aus und der stinkt auch. Boah, ne. Boah, ne. Also hier fange ich gleich das Kotzen an. Mach die andere Tüte nochmal auf, das kann man einfach dazu machen. An der Stelle Fail Nummer 2. Kein 33 Jahre alter Käse. Nee. Oh. So. Ah, hier ist noch ein Rest der Packung. Oh, warte. Die stinkt ansonsten den ganzen Keller aus. Boah, übel. Ah. So, pass mal auf, dann teile ich gerade schon mal hier den Kakao, während Chris den Rest hier entsorgt. Hat ja jeder so eine halbe Tasse Kakao. Erstmal daran riechen, um die Geruchsnerven wieder freizukriegen. Prost. Wo ist er hin? Jo, also, das ist 1A Kakao. Richtig schön schokoladig. Sehr süß, ne? Muss man sagen. Ja. Gut, Ami-Zeug ist immer sehr süß. Weil, gut, das kann man jetzt natürlich variieren, je nachdem, wie viel Wasser man reinkippt. Ja, aber dafür, dass das 30 Jahre alt ist, jo, der. Beziehungsweise 3 Jahre. Der geht auf jeden Fall noch. Gut. Sehr lecker. Gut, dann also wenn man jetzt darauf angewiesen wäre, wäre die Ration bisher sehr dünn ausgefallen. Ah ne, pass mal, bevor wir jetzt mit dem Nachtisch weitermachen, die Kekse, die Teggers, wo der Käse eigentlich hätte drauf sollen. Stimmt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier das Nice Little Hiss drauf kriegen, wie vom Steve 1989. Achtung. Tatsächlich. Haben noch gezischt? Ja. Ich leg das mal kurz rüber. Ja. Und dann gucke ich mal gerade, pass mal auf die ganze, das Tray brauchen wir jetzt mal mit, weil wir nichts mehr zum Auskippen haben. Dann schneide ich die mal so auf, dass man sie vielleicht auch im Ganzen noch mal rauskriegt. Ist immer interessant zu sehen, ob diese Kekse so die Reise überlebt haben. Das ist ja ein bisschen schärfer als das Schweizer Victorinox. Das Schweizer Bundeswehrmesser. Das Victorinox ist immer aus der Schweiz. Oh. Ja. Boah, nee. Also das ist, nee. Also gut aussehen, ja. Also ich hole sie mal gern raus, aber danach werde ich sie auch entsorgen, aber. Die riechen halt. Ranziges Öl, ne? Ja, ranziges Öl. Motrig, kann man sagen. Die Konsistenz ist einwandfrei, aber. Also, wie gesagt, haben wir noch Geschichte, aber. Nach 30 Jahren. Aber so vom Aussehen vom her. Außen sind nicht kaputt, gar nicht. Aber. Das Öl, bzw. der Keks an sich. Ich probiere mal. So ein der schmeckt auch so, kann ich dir versprechen. Vom Geschmack her geht das noch. Echt? Ja. Also die Bundeswehrkekse sind ein Graus. Also dieses Ranzige kommt ganz leicht durch. Also ich würde jetzt auch nicht mehr essen unbedingt davon. Aber so ein, der Grundgeschmack ist immer noch der gleiche. Also auch von den frischen Keksen. Der ist immer noch da. Stimmt. Aber dieser, einfach nur dieser Ranzgeschmack, der Ranzgeruch, der hier hochkommt. Nee, also damit wird die Mahlzeit immer kleiner und die Tüte mit dem verdorbenen Essen wird immer größer. Mach das mal hier auf die Platte drauf. Darauf ein Kakao. Boah. Ich
glaube, besser ist das. Dann hat sich auch irgendwie so ein leichter Film jetzt im Mund. Ja. Ja. Ein Arthur, ich dachte eins. Das gibt Rache, da musst du noch irgendein altes selber mal essen. So. Letzte Hoffnung, der Orangen-Nusskeks. Was für Nüsse sind da drin? Zucker, Orange, Orangenschale, Flour, Nüsse. Okay. Welche Nüsse? Naja. Na, wird's. Also wenn man eine Nussallergie hat, ist das Keks das küchliche Nichts. Also das ist sehr kompakt. Was haben wir hier? 90 Gramm, also schon recht. Das ist echt so ein Brocken, ne? So. Ja. Bumm. Ich bin auch gespannt, wie man das aufbekommt, weil, ja, die, weil der Keks bis oben hin geht, ja, an die Risskante. Ja, dann. So, ich gebe dann gleich das große Kotzen. Boah. Warte mal. Ah, das ist so ein, sag mal, so ein bisschen festerer und so ein teigigerer Keks, würde ich sagen. Zumindest macht das den Anschein. Wahrscheinlich mit Füllung oder so. Also erst Geruch ist noch okay. Aber es ist eher so ein... Okay. Gut, das ist natürlich, was ist denn? Öl ist natürlich drin, klar. Wobei Orangenöl, Eier. Jetzt haben wir hier in die Kamera. So sieht das Ding aus. Hat so ein. Ich glaube, ich werde auch einen Teufel tun, das Ding ganz essen. Ne? Wir schneiden den mal an. Und zu gucken, ob der innen drin noch irgendwie anders aussieht. Der sieht fast aus wie... Das sind halt so kandierte Orangen, ne, oder? Ja. Oder, nee, das ist so eine Orangenschale, ist das. Ah, das ist so ein Fruchtkuchen. Ja, ist so, ja gut, ich meine, es ist ein Fruchtkuchen, ja. Ich neige mal, ich will nichts von außen essen. Wenn, dann esse ich so ein Stück irgendwas von innen. Hier mal genau aus der Mitte hier so für jeden so ein... Ich warte, wie Matthias aussieht, wenn er fertig ist. Also es ist halt so dieser typische, ja, Orangenschalengeschmack, den man, Geruch, den man hier wahrnimmt, ne? Den, wie für die Weihnachtsbäckerei, ne? Genau. Dieser Früchtekuchen ist. Früchtekuchen. Hm. Das geht aber. Also, es ist jetzt nicht, Orangenkuchen ist jetzt nicht mein Lieblingskuchen, würde ich sagen. Ich stehe nicht so auf die Früchtekuchen. Nüsse schmeckt mal raus, ne? So ein bisschen. Mhm. Ich denke mal, wir werden wahrscheinlich Haselnüsse sein, da vielleicht Mandeln. Ja. Aber es schmeckt auf jeden Fall nicht faul oder. Du merkst so ein bisschen die Orange im Mund bitzeln. Mhm. Finde ich. Ja. Schmeckt nicht, nicht schlecht. Schmeckt eigentlich wie so ein Früchtekuchen. Ja, also den, fast, den kann man definitiv nicht essen. Also ein Stückchen esse ich auch noch. Nee, der hat es tatsächlich noch überlebt. Gut. Geht. Aber man soll sein Glück nicht herausfordern. Ne? Trink mal Kava drauf. Trink mal einen Kava drauf. Und Kaffee haben wir auch noch. Ja, Kava zum Kuchen ist gut. Ja. Interessant, dass der es tatsächlich, wobei der noch relativ feucht ist, ne? Würde ich jetzt sagen, durch die wobei die Orangenschale, die wird kandiert sein. Aber? Der wird natürlich die Orangenschale konservieren. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der überlebt, sondern ich hätte dann eher sogar an die Kekse gedacht, dass die überleben. Weil teilweise habe ich auch Videos von Steve9089 gesehen, der Sachen aus den 60ern, 70ern gegessen hat, wo die Kekse noch einigermaßen gut waren. Ja, gut, aber sag mal so, kann natürlich alles auch die Lagerung sein. Ich habe keine Ahnung, wo diese Packung, dieses MAE herkam. Wie es gelagert wurde und wo es überall in der Welt schon unterwegs war. Keine Ahnung, da vielleicht kommen die aus den 80ern, könnte tatsächlich vom Golfkrieg sein. Ne? Könnte sein, ja. Ne, dass die vielleicht, dort irgendwann ausgegeben wurden. Kann aber natürlich eine Standardration sein, die irgendwann dort, die Amis
einfach mal so bei der Übung bekommen haben oder sowas. Ne? Ja. Ich denke mal, die Kekse, die da vor 20 Jahren da eingepackt wurden, oder 20, 30 Jahren, auch bei dem Bundeswehr-EPAS, so aus eigener Erfahrung, die werden dann nach diesem Zeitrahmen, verlassen sie den guten Willen des Geschmacks und dann... Auf den ME-Kisten, die stehen jetzt hier hinter mir, da ist immer oben drauf noch so ein roter Aufkleber drauf, also ein kleiner Aufkleber, der hat einen roten Kreis und in dem roten Kreis ist nochmal ein roter Punkt drauf. Und je nachdem, wie das Paket eben gelagert wurde, je nachdem Luftfeuchte, Temperatur, verändern sich die Farben. Und da gibt es eine Webseite, wo man schauen kann, wann das Ding noch gut ist und wann es definitiv drüber ist und man es wegwerfen sollte. Die haben natürlich ein Mindesthaltbarkeitsdatum oder ein sogenanntes Inspection Date. Danach werden sie inspiziert und wenn dann der Kreis noch gut ist, dann bleiben sie noch drin. Und ansonsten werden die eben dann ausgesondert. Aber ja, wie gesagt, bei einem 33 Jahre alten, das ist definitiv schon ausgesondert worden. Und also wie gesagt, der Kuchen noch okay, aber naja, esse ich lieber was Richtiges nachher. Ich werde mich daran jetzt nicht satt essen. So, dann die Tüte mit dem Verdorbenen. Achso, das ist schon entsorgt, die war schon im Mülleimer. Macht nichts. Chris muss in meinem Müll wühlen. Ich glaube, die kann ich auch außen liegen lassen, die bringe ich nämlich nachher direkt hoch zum großen Mülleimer. Gut. Du merkst das auch, sobald du die Tüte aufmachst, ja, wie der Käsegeruch Käse da entgegenschlägt. Ja, das ist, also ich meine, der Käse ist normal echt, also ich finde den Käse normal echt gut, der da drin ist, aber ja, der war definitiv drüber. So. Aber Kakao. Genau, dann bleibt jetzt noch zum Schluss der Kaffee übrig. Dankeschön. Sehr schön. Dann Kaffee zum Wohl. Der wird es wahrscheinlich geschafft haben. Das ist gut. Das ist sogar recht stark. Ja. Also ich hoffe, dass ich natürlich die Wassermenge getroffen habe. Ich habe es nur Pi mal Daumen genommen. Aber schön stark. Passt. Vollkommen in Ordnung. Lass dich trinken. Ja. Dann sind wir an der... Komm, zum Abschluss noch ein Kaugummi. Damit wir uns jetzt alles zerstören. Oh, und die Plombe weg. Oh. Also ist erstmal in der Mitte durchgebrochen. Das kriegen wir gar nicht durch. Das wird langsam weich. Spearmint. Ja? Mhm. Musst du den anwärmen. Ja, da muss ich erstmal. Okay, der hat also auch noch geschafft. Geht. Jo, also wie so ein Brickless, ne? Ja. Kommt ziemlich nah dem weißen Brickless, ist das, ne? Denke ich ja. Der, ne, das ist der. Der weiße ist nicht der Spearmint, sondern der. Ach, ihr wisst, was ich meine. Was ist das? War doch früher wie hießen die denn? Die Drachets von früher, die es da gab. Ich kenne nur von Spearmint, von Wrigley's die drei, die gelben, die grünen und die weißen. Mhm. Ich glaube, der da kommt eher auf die weiße raus. Weil der grüne ist mehr pfefferminzig. Und der da ist noch, der hat noch mehr Süße noch mal drin. Ja. Ja. Kannst du auch nicht, ich kann sie nicht hundertprozentig, kann ich nicht einwarten. Jedenfalls keine Atemfrische. Ja, so Frische kommt gar nicht rüber, ne? Jetzt pfefferminzig, aber. Ja. Gut. Also, dann sind wir an der Stelle mit dem Video durch. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses kleine, außergewöhnliche MAE-Test-Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Schaut doch beim Chris vorbei, der hat auch einen kleinen Kanal. Gibt es das ein oder andere nette kleine Video zu sehen aus der Pfalz. Und ja, vielleicht geht es demnächst nochmal mit dem Chris auf Tour. Ja, und dann euch danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Ciao.